Hallo, ihr fantastischen Leute da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Retro Panda quält sich. Ja, und heute lassen wir es mal etwas entspannter angehen, würde ich sagen. Und zwar die gute Katharina, an dieser Stelle viele liebe Grüße an dich, hat sich Glücksrad für das Gameboy gewünscht. Ja, ich denke mal eher ein Spiel mit etwas weniger Action, im Englischen Wheel of Fortune. Ich weiß so ganz genau, wie es damals immer auf Sat.1 lief. Ich weiß so, dass diese Buchstabenumdreherin Maren Gilzer oder Glitzer, Gilzer glaube ich, hieß. An den Moderator, ehrlich gesagt, kann ich mich nur vom Bild her erinnern. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, wie der heißt. Aber egal, bevor ich jetzt zu viel abschweife, ist natürlich pure 90er-Jahre-Nostalgie. Ja, man konnte da Waschmaschinen gewinnen, man konnte da große Röhrenfernseher gewinnen, etc. Heimtrainer und. Ich denke mal, das Grundprinzip wird euch allen klar sein. Aber natürlich die große Frage, warum ein Gameboy-Spiel? Warum? Das werden wir jetzt hier testen. Ich erwarte mal, dass es mal ganz solide umgesetzt sein dürfte, aber einfach nur langweilig ist, denke ich doch mal, so aus dem Bauch heraus, weil was will man bei so einem Spiel falsch umsetzen, ne? Und würde ich sagen, starten wir. Wie man sieht, 1, 2 und gegen Computer. Immerhin haben sie sich die Mühe gegeben, dass man es mit Linkkabel spielen kann, aber ich glaube, in der gesamten, aber wirklich gesamten Geschichte des Gameboys hat wahrscheinlich nie jemand Glücksrad übers Linkkabel zu zweit gespielt. Nagelt mich drauf fest, aber schauen wir mal. Ja, ich würde sagen, ja, einer gegen Computer, ne? So, wir müssen unseren Namen eingeben. Da nehmen wir natürlich den Panda. Passt das? Hey, okay. Gerade so. So, jetzt gucken wir mal. Okay, ein Naturbuchstabe. Also soweit geht genauso, wie ich es erwartet habe. Man hat ja immer die Option drehen, kaufen. Ne? Also die Vokabel, die kann man kaufen. Also sowas wie EA und sowas. Ist jetzt der Computer dran, weil ich zu lange gewartet habe? Ist nicht wahr, oder? Weil ich zu lange gewartet habe? Ist der Computer dran? Wie bescheuert ist das denn? Ich versuche jetzt zu labern. Komm, 700 Mark! 700 Mark! Okay. Natur. Was könnte das sein? Ich nehme mal... ein B. Leider kein B, okay. Ja. Und es ist jetzt schon... Also mal Geräuschkulisse, ein bisschen Publikum und sowas hätte man ja durchaus einbauen können. Oder etwas Hintergrundmusik. Was hat er? Okay, cool. Ich merke schon, wahrscheinlich kann man diese Folge auch so ein bisschen zum Einschlafen benutzen. Denke ich doch mal. Extra Dreh, ja. Ach stimmt, erinnert ihr euch an dieses Riesenrad? Das muss ja wirklich riesig damals gewesen sein, ne? 200, okay. Was nehmen wir denn mal? Was ist Natur mit einem Buchstaben? S. Wir haben ein S, Freunde. So geht's voran. Boah, ist die Maren Gilzer. Ich nenne sie das einfach mal Gilzer. Ich habe mich jetzt mal drauf eingeschossen, dass die so hieß. Die bewegt sich auch noch so langsam. Aber ich meine, ist schön, dass sie es versucht haben, irgendwie nachzumachen. Man hat hier echt... Ist unter Zeitdruck... Das verstehe ich nicht. Warum ist man da unter Zeitdruck? Das Spiel ist doch relativ entschleunigt. Warum? Ich weiß nicht. Ich muss doch mal ein bisschen Zeit haben, um mal zu reagieren. Leute, ich muss hier filmen. Ich muss hier entertainen. Ja? Kann man das ja nicht so schnell. 700, okay. Guck mal, 700. Ich muss mich beeilen. Ich nehme ein M. 1. Wunderbar. Ich glaube, als Kind hätte ich das Spiel gehasst. Aber auch wirklich gehasst. Natürlich drehe ich nochmal und ja, nicht meine ganze Power hier. Komm. 1000. 100. Ja gut, um eine Null verpasst. Hey, aber okay, was nehmen wir? Schnell, schnell, schnell. D, komm.
Ich bin der Checker. Mensch. Boah, mir reicht's jetzt schon, muss ich sagen. Das ist, also nicht, weil es jetzt schlecht wäre. Es ist ja wirklich kompetent umgesetzt, aber es ist Glücksrad. Man, so gesehen, man bekommt genau das, was man erwartet, ne? So, was nehmen wir? Ein H. Oh, ich dachte, so CH-Kombinationen können ja durchaus drin sein, ne? So, ist der Computer dran. Ich hoffe, dass der nicht erfolgreich ist, weil sonst hängen wir, glaube ich, jetzt ja auch Ewigkeiten. Es wäre geil, wenn man so eine Funktion für fiese Zwischenrufe hätte. Vor allem, du stinkst, die Waschmaschine, die gehört mir oder irgendwie sowas. Ist ja okay. Holt. Wisst ihr, was das jetzt sein sollte? Also es sind relativ wenig Buchstaben. Ne? Also ich will jetzt doch kein E kaufen, weil dann wird es so einfach. Vielleicht kauft der Computer ja was. Keine F. Obwohl, ich kaufe mein E, weil ich habe so überhaupt keinen Plan. Und ich will das hier auf jeden Fall gelöst haben. Okay, Melsel. Aber man kann mal so die Stärke beim Dreh angeben. Ich weiß nicht, ob das auch nur ansatzweise irgendwie relevant ist. Aber was sehen wir denn mal? P. Polt. Nolt. Katharina, warum? Ich glaube, so eine langweilige Quetzig-Folge hatte ich noch nie. Oh, bis er da angelaufen ist. Oh. Wir können es ja mal so ein bisschen wirklich so einschlafmäßig machen, ne? Also macht euch das so, wenn ihr Einschlafprobleme habt, mal diese Folge an. Ich bin jetzt auch etwas leiser, so ASMR-mäßig. Mach jetzt auch mal so Meeresgeräusche. Waldgemüse. Oh, Entschuldigung. Oh, das habe ich euch eventuell erschreckt, aber das ist bestimmt Wald. Irgendwas mit Wald. Meose irgendwie. Okay, ein A. Waldmeister. Na, nicht ganz. Waldameise. Okay. Und da oben? Rote Wald. Oh, Freunde. Ich hab's. Jetzt müsste ich es nur noch drankommen. Rote Waldameise. 100%ig. Ich will lösen. Lösen. Los. Wir haben hier ein R. Dann haben wir hier ein O. Dann haben wir ein T. Dann haben wir ein I. Und Freunde. Haltet euch fest. Wir haben's gelöst. Ich habe mir die Musik ehrlich gesagt etwas epischer vorgestellt. Wo kriege ich jetzt meine Waschmaschine? Es geht so weiter. Ich will meine Waschmaschine. Oder mein Heimtrainer. Wo bleibt mein Heimtrainer? Aber ich würde sagen, ihr habt das Spiel gesehen. Es ist langweilig. Es ist einfach nur langweilig. Kompetent umgesetzt, auch hier mit dieser Buchstabenumdreher und sowas, aber so ein bisschen fetzige Hintergrundmusik. Also technisch hat man sich da nicht wirklich viel Mühe gegeben, befürchte ich. Aber falls ihr wirklich ernsthaft Pro-Gamer-mäßig Glücksrad auf dem Gameboy spielen wollt,
dann kann ich euch das ja wirklich hier empfehlen. Aber ansonsten, Einschlafhilfe vielleicht. Aber ansonsten, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt, meine Lieben. Macht's gut. Tschüss.